Hi Leute, da sind wir wieder zurück zur zweiten Etappe der Tour Down Under mit unserem Ziel, erstmal den Keselowski, nein, Kogel, hier den Zwischenberg jetzt mal gewinnen. Also er soll den Berg hier erstmal gewinnen, der 19 Kilometer kommt, aber es ist jetzt ein kleiner Anstieg, deswegen schöner Vorteil für ihn. So, Prott, der schützt mal Watchers. Gatto wird von Keselowski und Guaro wird geschützt von Botna. So, der Österreicher ist auf und davon. Da kommt Georg Rast, Vanotti, Miguel Delac. Nächster Astana-Angriff. Oh, oh. David Malakane. Der kann ja was. Noch ein Belgier stark. Kommen viele Angriffe jetzt. Aber der Österreicher hat sich schon einen kleinen Vorsprung rausgefahren. Der erste der Bergpreispunkte. Gogel. Entschuldigung. Der Österreicher ist gut drauf. Nochmal 10 Punkte und das wäre richtig gut für ihn. Kommt auch noch gut die Berge hoch, ist eine gute Zähigkeit wert. Ausreißer ist auch noch ganz normal. Ausdauer ist ja nicht so der beste. Ist aber noch jung und kann sich nur entwickeln. Mal sehen, wer dahinter. Nee, hinter ist gar nichts. Aber Gatto kann heute seine Führungsposition auch behalten, weil er hat einen 75er Hügelwert. Und es ist jetzt nicht so schlimm. Der letzte Anstieg, glaube ich, ja, den müsste er eigentlich auch noch überleben. Jetzt kommt nochmal ein Angriff von Belgier. Wollte unbedingt am Österreicher ran. Malakane ist aber schon am Kämpfen. Und jetzt lassen wir die Jungs da mal ranfahren. Und jetzt kann er nicht mehr. Oh mein Gott. Weil da hinten irgendwie Tempo gezogen wird. Warum auch immer. Versteh irgendjemand das Spiel. Verstehe irgendjemand das Spiel? Warum da hinten Tempo gegangen wird, das verstehe ich nicht. Jetzt kommt hier, wer ist das denn? Maxim Belkov, jetzt kommen Angriffe, die kompletter Bullshit sind. Gogel soll sich jetzt mal entspannen, soll wieder ins Feld zurückkommen. Darf sich auch mal hinten im Feld aufhalten. Da ist schon irgendein Favorit weg. Bestimmt ein Sprinter, ja, Theo Boss ist auch nicht gerade der Beste. Da sind einige Sprinter schon weg. Gogel darf sich mal ein bisschen erholen. Dann darf der Botner mal kurz was zu trinken holen. So, dann gehen wir mal ein bisschen schnell weiter. Da ist noch ein Ausreißer, das müsste Maxim Belkov sein. Ein guter Bursche. Hat schon mal eine Giro-Etappe gewonnen. Oder eine Vuelta-Etappe, ich weiß es gar nicht. Ich glaube ein Giro. Da war er immer unglaublich stark. Jetzt kommt der Zwischensprint, den holt sich ein Movistar-Fahrer. Das müsste Ventoso, ja, war Ventoso. So, mal sehen, was für eine Tagesform Oscar Gatto hat oder so und so weiter. Ne, Gogel, der hat hier trotzdem ein paar Bergpreispunkte gesammelt. Müsste damit am Ende des Tages trotzdem Erster bleiben, ne? Ich guck mal. 4, 14 gibt es am Ende auch nochmal Bergpunkte. Nein, also ja. Lebt da. Und Keselowski ist gestürzt. In der Gruppe von Visconti. Da sind einige Movistar-Fahrer drin. Juan Dennis ist auch drin. Wir werden die jetzt nicht unbedingt jetzt ranführen. Schade für Keselowski, den kroatischen Meister. Aber da sind einige Favoriten dadurch rausgefallen. Das ist gut für uns. Oh. Der Österreicher kann mal mit nach vorne kommen. Die letzten Kilometer, ne? Ja, Movistar zieht jetzt nochmal an. Juan José Rojas. Ja, Valverde ist auch drin. Oh mein Gott. Etex Quickstep zieht jetzt für
Alaphilippe an. Natürlich, Juan Alaphilippe, der letztrige ofte Lechflalon, die Klassiker von. Jetzt komme ich nicht drauf. Ja, die Klassiker halt. Wenn ich jetzt wüsste, wie der Name. Oscar Gatto plus 1 hat Michael Watcher gar nicht so gut. Manuel, der dückt jetzt hier Gatto. Da kommt der Österreicher und bringt nochmal trinken. Gut gemacht von ihm. Kann sich jetzt hier auch, wenn er will, so ein bisschen im Feld wieder zurückgehen. Oder ins Feld zurückfallen lassen. Wer ist denn noch da bei ETX? Toni Martin. Ja, die Tür, die so geliebte Tür, die schon so oft in der Aufnahme drin war. Ja, Valverde ist zurück. Kieselowski kann auch nach vorne, wenn er will. Wenn er will, er muss. Bestimme ich jetzt. Da kommen Angriffe. Stark an Thomas de Gent. Aha. Simaludi. Mali. Und Haas. Haas ist einer, der das kann noch bis zum Ende durchgehen, dieses Tempo. Das ist schlecht. Da gehen die nächsten. Kieselowski geht einfach mal hinterher gegen Belcatri, der Tour de France Etappensieger. Kieselowski probiert mit denen auch gleich zusammenarbeiten, aber wenn die nicht wollen, dann geht er halt alleine. Christian Knees ist jetzt nicht der beste Abfahrer. Jetzt kommt wieder Anstieg, da müsste Kieselowski im Vorteil sein. Da wird Froome jetzt natürlich ranfahren. Der fährt jetzt, macht alleine jetzt das Tempo, wollte ich schon sagen. Viviani muss jetzt schon Tempo fahren. Oscar Gatto, normalen Tag. Gogel ist auch immer noch da dabei. Feld hat schon wieder Kieselowski eingeholt. Oscar Gatto muss jetzt ein bisschen weiter nach vorne. Movistar will jetzt das Tempo forcieren. Gatto muss jetzt kämpfen. Da ist Visconti und jetzt reiht er sich hier vorne ein. Bei Valverde. Wo ist Valverde? Da ist Valverde. Wer ist hier noch? Juan Alaphilippe. Alaphilippe. So. So. Gatto ist gut dabei. Sieht noch gut aus. Sieht noch richtig gut aus. Sieht noch richtig frisch aus. Gogel ist gut hier positioniert. Oh, jetzt muss er aufpassen. Gatto. Kevin Mayer ist auch noch dabei. So, das Tempo geht ein bisschen runter. Toni Martin geht jetzt nach vorne. Wenn Toni Martin jetzt das Tempo forciert, dann ist vorbei. Dann sehe ich rot. Ah, Brutt hat sich nach vorne gearbeitet mit Michael Watchers, der ja immer noch gut dabei ist, auch mit einer Tagesform minus 5. Gogel, der muss sich hier irgendwie halten. Kieselowski kann auch nicht mehr nach dem Sturz. Die letzten 17 Kilometer kann man eigentlich folgen oder nicht so? Nee. Schade. Christian Knees, der wackelt schon, der sieht fertig aus. Thomas de Gent ist raus. Wurde wieder eingeholt. Da sind nur noch zwei Ausreißer. Haas und Simali. Giovanni Zmersmann geht jetzt auch Tempo. Dann Toni Martin. Valverde. Froome. Juan Alaphilippe. Juaro und Gatto sind noch gut dabei. Gatto ist noch richtig gut dabei. Oscar Gatto. Es kommt hier nochmal ein Anstieg und dann kommen nochmal zwei kleine Anstiege. Aber die sind nicht hart. Die müsste Gatto noch überstehen können. Könnte Solar vielleicht den Etappensieg nochmal rausfahren heute. Manuel Barro. Juaro ist weg. Und auch. Und jetzt kann Michael Watcher nochmal arbeiten für Oscar Gatto. Der richtig gut in Form ist. Der ist richtig gut in Form. So, jetzt der vorletzte Anstieg. Jetzt muss Michael Watcher auch nach vorne.
Ist das Huna. Nee, Giovanni Merzmann greift an. Oder forciert er das Tempo? Er forciert das Tempo nochmal. Oscar Gatto hat einen guten Tritt, Michael Watcher ist raus. Toni Martin ist auch fertig, aber Oscar Gatto ist noch dabei. Die letzten 5,8 Kilometer. Und der. Es gibt aber noch einen Anstieg. Und das könnte für Valverde und den anderen ein gutes Ding sein. Jetzt für Froome und Valverde. Gehen nochmal nach vorne. Forcieren nochmal das Tempo. Energiegel jetzt für Oscar Gatto. Oscar Gatto geht jetzt hier nach vorne. Wer ist das hier? Simon Gerrans. Strategie. Simon Gerrans, was macht er? Greift er gerade an oder zieht er den Sprint? Simon Gerrans ist natürlich ein guter Sprinter. Oscar Gatto ist noch gut dabei. Oscar Gatto! Oscar Gatto! Wird Dritter und müsste damit immer noch Erster der Gesamtwertung sein. Watcher ist komplett raus. 14 Ausreißer waren es am Ende. Rot. Buaro. Kieselowski, Gurgel. Behält aber das Bergtrikot und das ist wichtig für ihn, für den jungen Österreicher. Was für eine Etappe. Am Ende gewinnt Alejandro Valverde vor Simon Gerrans, vor Oscar Gatto, Juan Alaphilippe wird Vierter, Simon Clark wird Fünfter, Bauke Mollema wird Sechster, Christopher Froome Siebter, Karen Meyer Achter, Alexander Christoph Neunter und Patrick Bevin wird Zehnter. Eine gute Etappe für uns, also für Oscar Gatto, mega gut gelaufen für ihn. Hätte er nicht gedacht, dass er jetzt so gut mithält, der war richtig gut drauf. Da sehen wir es nochmal, hat am Ende nochmal richtig Kraft gehabt und wollte unbedingt, ja, nochmal vorbeigehen, aber am Ende war vielleicht ein bisschen zu spät. Da sehen wir es nochmal richtig gut im Windschatten, geht jetzt raus, vielleicht der Kilometer zu wenig zum Sprinten, weil am Ende sehen wir, geht er noch vorbei und hätte Zweiter werden können. Ein gutes Ergebnis, wir gehen mal Wiederholung der Sieger und gucken, wer jetzt Erster ist, der Gesamtwertung der Tour Down Under. Eine spannende Etappe. Hätte jetzt nicht gedacht, dass es jetzt so knapp wird, also dass Gatto am Ende einen richtig guten Tag hat. Also auch wenn er nur 0 hat, aber hat sich extrem gut gehalten. Jo, ist noch früh in der Saison, aber ist auch ein Saisonziel von ihm. Also wollte man ja auch hoffen, dass er gut dabei ist. Sehen wir 14 Sekunden vor Christoph, 4 vor Valverde, 8 vor Simon Gerrans. Sonst kommt, er müsste eigentlich noch eine Hügeletappe kommen. Bei Tour Down Under, da müsste er eigentlich nochmal einen guten Tag haben. Und dann behält er das Ding hier und wird Erster der Gesamtwertung. Das wäre schon krass für Oscar Gatto. Da sehen wir auch Erster der Punktewertung. Schön für ihn. Freue ich mich. Man gönnt es ihnen, weil am Ende seiner Saison oder Ende seiner Karriere mit 28 ist er nicht am Ende. Aber er wird nochmal richtig stark. Wo er beim Zweitligateam war, ich weiß jetzt nicht mehr, Farnese oder so. Da hat er auch Siege um Siege gefeiert. Also er hat nochmal in der zweiten Liga nochmal am Selbstvertrauen gearbeitet. Ne. Um was zu reißen. Goggel ist jetzt Erster, immer noch Erster der Bergpreispunkte. Schön. Da freuen wir uns. Dass der Österreicher. Bevin ist Erster der Nachwuchswertung vor Juan Alaphilippe. Goggel 3,29 dahinter. Kennedy natürlich jetzt Erster der Teamwertung. Klar, vor uns war ja keiner mehr da außer Oscar Gatto. Also da sehen wir hier, nicht mal da ist und nicht mehr den 46 Sekunden, da ist Adam Hansen. Wo ist Michael Watcher? Der ist erst bei 2 Minuten 6. Am Ende sehr viel Zeit verloren, aber so ist es. Wir gucken mal, genau der nächste Tag und 2 Tage später, also der nächste Tag wird hier nochmal gefährlich bei der Bergankunft, also bei dem kleinen Endanstieg. Und dann müsste er eigentlich nur rüberkommen und dann geht's abwärts. Und abwärts ist er nicht schlecht und könnte am Ende echt noch die Etappe gewinnen. Gehen wir mal weiter.
gucken uns die Etappe an, simulieren sie mal schnell. Und ja, Petrov wieder ein gutes Ding und wird jetzt Erster der Gesamtwertung der Argentinien-Rundfahrt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Guck mal hier. Riguigi. Nee, ich weiß es noch von... Ich weiß es noch. Riguigi. Ach, keine Ahnung. Leck mich am Arsch. Dann möchte ich wieder verbessert werden in den Kommentaren. Sparagli. Auch noch von Quickstep. Nee, nicht Quickstep, sondern von Kubeka. So war's. Kann ich auch nur den Fritten. Das ist jetzt peinlich. Ich wollte ihn jetzt sagen und hab den Namen vergessen. Frittenfriseurs LP, Fritten. Leckt mich am Arsch. Wir gehen weiter. So kann man es auch verkacken, ne? Will man jemanden vorschlagen und verkackt es einem. Ja, wir können uns auch gerne mal die Einstellung angucken. Wir gucken extrem. War echt am Ende nur Zufall. Das ist der Sieg, den wir da geholt hatten, war schon krass. Mit Oscar Gatto oder wo komplette Team einfach abgezogen ist. So, das war's für die Folge. Wärt cool für einen Daumen nach oben oder ein Abo lasst da, ne? Natürlich, das kommt von mir, aber einfach nur immer so. Cool. Dann weiß man, dass die Folge gut angekommen ist und dann weiß ich auch, dass ihr davon mehr sehen wollt. Wenn ich darauf keine Aufrufe oder keinen Daumen nach oben sehe, dann weiß ich auch nicht, ob ihr das gut findet. Das kann man doch schon verstehen. Das hört sich an wie normale Sprüche von jedem großen YouTuber, aber es ist wirklich so. Wenn du keine Daumen hast, weißt du nicht, dann siehst du zwei Dislikes und denkst, warum mache ich eigentlich das Video? Ja, ich hoffe, ihr versteht mich. Also haut rein, bis dann und ciao.